Wir sind auf dem Süd-Ari-Atoll der Malediven. Hier wird ein geheimnisvolles Tier gesucht, über das die Menschheit noch sehr wenig weiß. Würde es nicht ab und zu an die Oberfläche kommen, um sich aufzuwärmen, wüssten wir vielleicht gar nicht, dass es existiert. Der Walhai. Wer das Glück hat, ihm zu begegnen, vergisst diesen magischen Moment nie wieder. Meine erste Begegnung mit einem Walhai war erstaunlich. Wir waren am Schnorcheln und hatten ihn gar nicht bemerkt. Als wir uns umdrehten, war er einfach da. Es ist unglaublich, wie groß sie sind im Vergleich zu uns. Allein schon der Name Walhai verwirrt. Denn es handelt sich um einen Hai und nicht um einen Wal. Er muss nicht an die Oberfläche kommen, um zu atmen, denn als Fisch atmet er durch seine Kiemen. Der Walhai verfügt über eine ölgefüllte Leber statt der luftgefüllten Schwimmblase wie andere Fische. Das erlaubt ihm extrem tiefes Tauchen. Man vermutet, dass der Walhai bis 3000 Meter abtauchen kann, um sich irgendwo dort unten auf seinen Weltreisen von den Meeresströmungen mitziehen zu lassen. Das Ökosystem eines Riffs ist äußerst fragil. Sollte die Wassertemperatur wie prognostiziert um 2 Grad steigen, wird dies eine Korallenbleiche zur Folge haben, von der sich die Riffe und deren Bewohner, wenn überhaupt, erst Jahrzehnte später wieder erholen. Die Unterwasserwelt der Malediven präsentiert sich heute noch immer sehr artenreich. Mehr als 2000 Fischarten kommen hier vor. Die Fischbestände sind enorm, was die Malediven auch für Taucher äußerst attraktiv macht. Das Wasser ist voll von Plankton, wovon sich kleinere Fische ernähren. Die kleinen werden von den größeren Fischen gejagt. Und am Schluss der Nahrungskette kommt der größte Fisch der Meere, der Walhai, der sich aber erstaunlicherweise wiederum nur von Kleinstlebewesen ernährt. Man weiß noch nicht viel über ihn, beispielsweise wie er sich paart und wo er dies tut. Bis 1995 dachte man noch, dass Walhaie Eier legten. Der Fang eines schwangeren Weibchens vor Taiwan und dessen Autopsie brachten eine tragische Sensation zutage. Das Weibchen trug 300 fertig ausgebildete Junge im Bauch. Außerdem waren Tausende von Eiern in den verschiedensten embryonalen Entwicklungsformen im Bauch. Man vermutet, dass das Walhai-Weibchen die Entwicklung ihrer Jungen über viele Jahre hinweg steuern kann und nur dann gebärt, wenn sie die Überlebenschancen ihrer Jungtiere als hoch einschätzt. 1996 haben die Malediven das wirtschaftliche Potenzial des Walhais für den Tourismus erkannt und ihn offiziell unter Schutz gestellt. Die Malediven bestehen aus fast 1200 Inseln südlich von Indien. 220 Inseln werden von Einheimischen bewohnt, 90 weitere werden für touristische Zwecke genutzt. Die rund 350.000 Einwohner sind muslimischen Glaubens. Jährlich kommen gegen 1,2 Millionen Touristen ins Bilderbuchparadies, um hier den wohlverdienten Urlaub zu verbringen. Die Betreiber der Touristenresorts tun alles, um die zahlungskräftige Kundschaft zu verwöhnen. Dank dem hohen Komfort, den weißen Sandstränden und dem türkisblauen Wasser haben sich die Malediven auch als Traumdestination für Hochzeitsreisende und verliebte Paare etabliert. Die Luxusangebote kennen kaum Grenzen. Und sportliche Aktivitäten folgen stets den neuesten Trends. Auch der Walhai wird mittels geführter Schnorcheltouren immer mehr zur Tourismusattraktion. Inzwischen ist es, glaube ich, auf den Malediven generell sehr bekannt, dass ein Walhai viel mehr wert ist am Leben als das bisschen, was man von einem gejagten Walhai bekommen kann. Hier im Hotel merken wir es viel, dass Gäste wirklich kommen aus der ganzen Welt, weit weg wie aus den USA oder Brasilien, nur um einen Walhai zu sehen.
Das heißt, für uns als Tourismusanbieter sind die Walhaie sehr wichtig. Gerade da dieses Riff hier wirklich bisher das einzige ist auf der Welt, wo man die Walhaie das ganze Jahr über finden kann. Die Walhaie halten sich im Süd-Ari-Atoll der Malediven auf. Meistens findet man sie am Riff entlang der Inseln Marmigili, dem Lachs-Resort und Digora. Wir sind auf Digora, einer einheimischen Insel. Bis vor kurzem waren Touristen hier nur im Rahmen geführter Touren erlaubt. Neuerdings wird eine Mischform des Tourismus unter strikter Einhaltung islamischer Grundsätze erprobt. Alkohol ist auf Digora streng verboten. Es gibt nur ein einziges öffentliches Teehaus. Es halten sich ausschließlich Männer darin auf. Im Bikini auf der Insel zu flanieren ist ebenfalls untersagt. Trotzdem hat Digora einen außergewöhnlichen Charme. Das Rad der Zeit scheint sich hier langsamer zu drehen. Und die entspannte Lebensweise der Inselbewohner hat etwas äußerst Wohltuendes. Auf Digora arbeitet auch das Maldive Whale Shark Research Program. Eine Organisation, welche die Erforschung und den nachhaltigen Umgang mit dem Walhai zum Zweck hat. Auch heute fahren die Forscher mit ihren Volontären per Boot dem Riff entlang, um ihn hier zu finden. Die Organisation wurde 2006 von drei englischen Studenten gegründet. Mittlerweile ist es eine auch international anerkannte Institution. Die Forschung am Walhai finanziert sich durch die Teilnahme von Volontären aus aller Welt. Mit einer Gebühr werden die eigenen Kosten für Essen und Unterkunft, aber auch Treibstoff und Miete für das Boot während des 2- bis 4-wöchigen Aufenthaltes bezahlt. Katie Hindle ist Meeresbiologin und leitet das Programm vor Ort. Wir fahren 5 Tage die Woche mit dem Boot im Riff entlang und suchen mit unseren Volontären nach Walhaien. Sehen wir einen, springen wir ins Wasser und versuchen, ein Identitätsfoto zu schießen. Wir vermessen ihn und bestimmen sein Geschlecht. Und wir schauen auch, ob das Tier verletzt ist, irgendwelche alten oder neuen Wunden aufweist. Der Walhai ist ein Gigant. 13,70 Meter war der weltweit längste vermessene Walhai, länger als ein Bus. Man nimmt jedoch an, dass der Walhai eine Länge von fast 20 Metern erreichen kann. Die jugendlichen Walhaie der Malediven sind im Durchschnitt 6,5 Meter lang. Wenn sie eine Größe von 8 Metern erreichen, ziehen sie weiter. Wohin, ist unbekannt. Man schätzt, dass der Walhai bis zu 100 Jahre alt werden kann. Nur mit allergrößter Anstrengung und kräftigen Flossenschlägen gelingt es den Volontären, dem Walhai zu folgen, obwohl sich der kaum zu bewegen scheint. Dieses fast reibungslose Gleiten durch das Wasser verdankt der Walhai seiner speziell aufgebauten Hautschicht. Seine Haut besteht aus vielen Lagen kleiner Zähne, sogenannten Dermodenticles, die sehr gut für die Hydrodynamik des Hais sind. Dadurch können sich praktisch keine Parasiten einnisten, weil die Haut so stromlinienförmig aufgebaut ist. Der Mund des Walhais kann 1,5 Meter breit werden. Walhaie filtrieren mit geöffnetem Mund das Wasser durch ihre Kiemenrechen. Sie husten dann die zurückgefilterten Kleinstlebewesen ab, um sie anschließend zu verschlucken. Wir untersuchen auch die aktuellen Umweltbedingungen, wie beispielsweise die Sichtweite im Wasser, die Strömungsgeschwindigkeit und Richtung der Strömung, die Windgeschwindigkeit und Windrichtung und auch die Wassertemperatur. Die erhobenen Daten werden abends ins System eingegeben, um später Rückschlüsse aus dem gewonnenen Material ziehen zu können. Wir haben großes Glück, dass sich die Walhaie das ganze Jahr über im Süd-Ari-Atoll aufhalten. Wir haben 266 meist jugendliche männliche Walhaie identifiziert. Weil sie sich das ganze Jahr über hier aufhalten, können wir sie gut beobachten.
Das Südareatoll ist ein Meeresschutzgebiet. Und weil alle wissen, dass sich die Walhaie hier aufhalten, werden viele Touren angeboten, um ihn zu sehen und mit ihm zu schwimmen. Walhai Nummer 108, die Forscher haben ihm den Namen Andy gegeben, schwimmt hier mit 70 Personen gleichzeitig. Jeder Schnorchler mit Kamera versucht, sich im Chaos möglichst in gute Position zum Walhai zu bringen. Gut, dass der riesige Walhai so sanftmütig ist. Gelassen schwimmt er dem Riff entlang und scheint sich nicht groß am Getümmel zu stören, das ihn umgibt. Doch dieser Schein trügt, wie Katie Hindle aus Erfahrung weiß. Wenn wir viele Boote am Riff haben und es dadurch unruhig wird, verkürzt sich die Dauer der Begegnung mit dem Hai. Je mehr Boote und Leute um ihn herum im Wasser sind, desto weniger lang kann man mit dem Walhai zusammen schwimmen. Er zieht sich dann viel früher zurück und taucht ab. Wenn wir hingegen alleine mit ihm sind, können wir oft eine Stunde und länger am Riff hin und her schwimmen. Und er lässt uns dabei sein. Die Biodiversität der Malediven ist noch immer groß, was mitunter ein Grund dafür sein mag, dass hier die jugendlichen Walhaie das ganze Jahr über zu beobachten sind. Walhaie sind eigentlich Nomaden, die durch die tropischen Meere der Welt ziehen. Warum die jugendlichen Walhaie gerade auf den Malediven verweilen und wohin sie von hier aus ziehen, ist noch immer nicht gewiss. Der Walhai ist ein rätselhaftes Wesen, das Forscher weltweit noch lange Zeit beschäftigen wird.